Vor dem Landgericht Dresden kam es am 23.03.2017 zur Hauptsacheverhandlung nach einer Unterlassungsklage, die die NPD gegen den Dresdner Politikwissenschaftler Dr. Steffen Keilitz angestrengt hat. Dieser hatte in einem Gastkommentar in der Zeit der NPD unterstellt, sie plane unmissverständlich rassistische Staatsverbrechen. Rechtsanwalt Peter Richter, der die NPD auch beim Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht vertrat, widerspricht dieser Unterstellung. Wir sind vor Gericht gezogen, weil die Äußerungen des Herrn Keilitz schlicht falsch sind und weil sie eine Unverschämtheit sind. Die NPD fordert weder Vertreibungen noch planen sie Staatsverbrechen. Die NPD fordert eine Rückführung krimineller Ausländer. Die NPD fordert eine Sicherung der Grenzen. Damit steht sie vollumfänglich auf der Basis des geltenden Rechts. Und aus dem Grund liegt es völlig fern, uns hier als kriminell oder als Verbrecher darzustellen. Das lassen wir uns nicht bieten und deswegen sind wir heute vor Gericht gezogen. Dr. Keilitz ist für die NPD vor Gericht kein Unbekannter. Der Herr Keilitz hat in der Vergangenheit hier schon mal die NPD mit einem falschen Zitat in große Not gebracht, indem er hier behauptet hatte oder in einer Fußnote gezeigt hatte, dass hier im Aktionsprogramm oder im Parteiprogramm angeblich irgendwelche Adolf-Hitler-Zitate sich befänden. Also da wird schon gezeigt, dass hier ziemlich ungenau gearbeitet wird und auch was hier für teilweise ziemlich verquere Gedankengänge von ihm vollführt werden. Also wie man hier von einer Rückkehrpflicht für Ausländer, die wir in bestimmten Fällen fordern, zur Vertreibungsthese gelangt. Das ist schon ziemlich abenteuerlich und so jemandem spreche ich schlicht und ergreifend die wissenschaftliche Qualifikation ab und damit ist die Wissenschaftsfreiheit hier gar nicht berührt. Am Verhandlungstag gab Peter Richter eine Besetzungsrüge zu Protokoll. Der zunächst zuständige Richter hatte im Sinne der NPD eine einstweilige Verfügung erlassen und wurde für die Hauptsacheverhandlung kurzerhand ausgetauscht. Und es gibt eben strenge Voraussetzungen, unter denen der Geschäftsverteilungsplan eines Gerichts im laufenden Jahr geändert werden kann. Diese Voraussetzungen lagen hier eben nicht vor. Und deswegen sind wir der Meinung, dass hier das Gerichtspräsidium rechtswidrig gehandelt hat und hier eben die NPD mit ihrem Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt hat. Das Urteil in der Sache wird am 28. April verkündet.